Vielen, vielen Dank, Joachim. Ist sehr berührend und ich grüße von hier alle Menschen, die ich kennengelernt habe. Nicole schreibt, es war ein wunderbares Gefühl, meine Ahnen zu sehen, in Liebe und mit einer gewaltigen Kraft. Puh, meine Lichteltern haben mich berührt. So hat es sich angefühlt, sie haben meinen Körper berührt. Dankeschön, vielen Dank. Ja, wir sind gewohnt hier interaktiv zu sein und zu kommunizieren über dieses Medium. Und sorry für die Qualität. Wir mussten das runtersetzen, weil alles ist kostenlos und wir können auch HD senden, ist eine Geldsache. Wenn was reinkommt, werden wir natürlich wieder die Qualität hochsetzen. Hallo, Markus, grüß dich. Ja, nochmal vielleicht, ihr habt diese Seite von GTV gesehen. Eben, vielleicht wer möchte, kann gerne grüßen. Hier ist Anleitung zu GTV-Chat. Ihr klickt einfach auch hier. Ihr schreibt hier unten etwas, was ihr wollt. Dann scrollt nach oben, werdet ihr nach einem Nickname gefragt. Und dann könnt ihr Save Change und dann könnt ihr schon schreiben. Und ich hätte schon gerne jetzt in den Chat einen Gruß von den Menschen, die da waren. Für alle, die es schaffen, damit umzuspüren, wie leicht es ist, die Interkommunikation, wie gerne wir jeden Abend einfach auch voneinander lernen können. Meine Aufgabe ist natürlich, diese wunderschönen Menschen wie Joachim Seelmann und anderen einfach auch zusammenzubringen. Wir haben über 15.000 Produktionen in 4 Jahren schon auf mehrere Kanäle. Ist noch ein bisschen nicht übersichtlich geordnet. Das Thema ist natürlich das klar, ist nicht übersichtlich, weil wir noch zu klein sind und ja, das entwickelt sich. Hier sind und diese neue Seiten, Experten, wo jeder seine eigene Seite schreiben kann. Auf das Interaktive kommt es einfach auch an. Und je mehr Interaktive werden, desto ja, desto größer können wir werden und desto effektiver können wir einfach auch arbeiten. Vielen Dank an Joachim für seine Arbeit und danke an Jit und Sabine. Tino, ich sage auch von Herzen danke. Hallo Tino, die nächsten Tage können wir loslegen, wenn du da bist. Oder sag einfach, wann wir dich einfach auch erreichen können. Ich finde immer schön, wenn etwas geschrieben wird. Dankeschön. Wir haben wirklich diesen Luxus des Interaktives, wovon einfach in dieser Form, wenn Chat einfach auch offen sind, dann wird einfach auch viel zerstört. Und viele Sender träumen davon, solche schöne interaktive Sendungen zu haben und solche wunderschönen Menschen einfach auch in den Chat zu haben. Farbenfrohe, lichtvolle Liebesgrüße von Maddie an alle. Es war wunderbar und gut, die Reise. Schön. Danke, Maddie.
Ja, aber der Joachim kann noch mehr. Es ist wirklich, wir möchten, er kann so viele Leute erreichen, der arbeitet ja viel einfach auch mit normalen Menschen. Er kann alle erreichen und wir möchten ein paar Produktionen auch anfangen, wo alle diese Prozesse mit Mama und Papa, mit diesen unerledigten Sachen im Familiensystem, wo jeder sich selbst helfen kann. Und er ist natürlich sehr, sehr beschäftigt, ausgebucht. Aber ich hoffe, dass wir das im Februar schaffen werden. Und ich garantiere, ich habe in seine Seiten von ihm erlebt, wo er richtig mit wenig Worte, boah, auch hier in Stream, auch in einem Teleseminar oder Live-Sendung einfach sehr, sehr berühren kann, so wie wir vorhin gesehen haben. Nicole, es fühlt sich so gut an. Herzliche Umarmung an alle. Danke. Dir auch. Markus, ich möchte auch Danke sagen, dass ich mit bei euch sein konnte am Wochenende in Berlin. Wäre so gerne da gewesen. Danke euch schönen und lieben. Ja, nochmal gestern, die Wasserkonferenz war wunderbar. Natürlich erstmal war ein bisschen schwierig, wenn unterschiedliche Menschen mit unterschiedlicher Erfahrung zusammenkommen. Und dann hat Sabine das einfach auch sehr schöne Interview gemacht. Und nachdem wir zusammen essen waren, dann hätten wir nochmal auf Sendung gehen können. Das wäre noch richtig locker gewesen. Wir möchten weiter Sendungen über Wasser. Ich finde das sehr wichtig, weil es ein Thema, was alle interessiert. Also über Wasser können wir einfach an das Lymphsystem gehen. Wir können auch an die Drüsen gehen. Und würde gerne bei Dr. August nochmal bei ihm zu Hause nochmal richtig interviewen, sodass alles seine Schätze, die er in seinem Buch geschrieben hat, durch Fragen entkodiert werden können und verständlich auch für alle gemacht werden können. Ja, alle, wir haben die von Tino, wir haben noch weitere Interview gemacht, die werden gleich, sobald wir fertig sind, werden dies einfach auch zu sehen sein. Und ich schalte das jetzt, aber ich sage, hier im Livestream ist die Qualität nicht so gut. Ich habe das noch auch in YouTube. Danke, Shana. Und überall ist einfach auch die Webseite einfach auch zu sehen. Aber wie gesagt, ihr braucht nur in Google einfach das auch einzugeben. Egal, wenn ihr sucht, wenn ihr das auch in Google gibt. Und dann klickt ihr hier Joachim Seelmann auf Videos, kommen sofort immer unsere Videos. Also die sind in besserer Qualität, die sind einfach auch YouTube. Und da, oder wenn wir auch nur Wasserkonferenz von gestern geben, viele verstehen das nicht, damit wollten wir eigentlich Geld verdienen, auch sogar falsch geschrieben. Sofort kommen unsere Videos, Wasserkonferenz. Es gibt so viele Wasserkonferenzen. Sofort sind alle unsere Videos an erster Stelle. Alles, was wir hochgeladen haben. Das heißt, wer Bekanntheit braucht, braucht nur Kontakt mit uns aufzunehmen. Und nach 2 Stunden in Google haben wir alles überholt, was es jemals gegeben hat, so dass sie einfach auch gefunden werden. Damit finanzieren wir einfach auch GTV mit diesen Angeboten. Aber noch zu wenige nehmen das einfach auch wahr.
Ja, ich würde noch gerne natürlich mit Joachim dann weiterarbeiten oder zusammenarbeiten. Wir wollen bei ihm auch eine, vielleicht März, April, schreibt gerne eine E-Mail, ein Festival der goldenen Talente machen. Und natürlich mit dem Matrix Familiencode auch zusammenwirken. So. Ich weiß nicht, was ich noch sagen soll. Hier unser Programm. Wir sind täglich live, interaktiv, liebevoll, fernfühlen. Wir lernen voneinander. Heute ist Dienstag. Das ist unser Programm. Wir haben Yoga gehabt. Denn die Vermehrung geht einmal die Woche auf Sendung. Wegen Kemina, deutsch-französische Sendungen. Morgen sind wir in Leipzig. Senden wir live aus Leipzig. Da geben wir auch einen Workshop. Dann die Angelika Arnold aus den Azoren sendet immer. Das war gestern die Konferenz und auch bei Denny waren viele Leute. Ja, eben. Ich würde gerne Wasserkonferenzen weitermachen. Und vielleicht, wenn ihr einfach auch schreibt, was ihr einfach auch dazu beitragen könnt. Sabine hat einfach auch sehr schön getanzt. Dr. Augustin hat aber auch getanzt. Das hat wirklich diese Lockerheit. Dieses Wasser hat sich einfach auch entwickelt. Aber eben, das war nur der Beginn. Am Anfang sind alle sehr, sehr so steif, sobald eine Kamera kommt. Ne? Oder man ist nicht gewohnt, miteinander zu sprechen. Jeder hat die eigenen Theorien, jeder hat die eigenen Erfahrungen, jeder hat den eigenen Wortschatz. Und auch wenn manchmal das Gleiche gesagt wird, denkt man, dass es einfach das Gegenteil ist. Ich bin sicher, dass wenn wir öfter diese Menschen zusammenbringen, nicht in Messen, wo jeder seinen Vortrag hält, sondern wo die zusammen sich austauschen, wo jeder wertgeschätzt wird für seine Forschung, jeder prämiert wird, jeder geliebt wird, so wie er ist. Wenn jemand das Gegenteil sagt, auch wertgeschätzt wird. Denn das Gegenteil ist immer ein Teil des Ganzes. Ist nur manchmal auf die andere Seite, aber ist auch eine Wahrheit, ist auch ein Aspekt des Ganzes. Und das heißt, wenn ihr weitere Wasserexperten kennt, bitte ich euch, das per E-Mail zu schreiben, am besten einfach auch per E-Mail. Ja, gibt es heute was Besonderes, Markus, zu sagen? Schelka, wo ist Schelka? Danny war auch wunderbar gestern. Gibt es Schelka, bist du auch da? Ja, eben, wir organisieren die Sachen, indem wir einfach die Ideen einfach auch haben. Wir waren in eine Messe und dann haben sich eins getroffen, also das spricht über Wasser. Ich dachte, ja, machen wir eine Wasserkonferenz. Da war der andere, war begeistert, haben wir sofort Termin gemacht. Die
Die Räume haben wir zufällig auch gefunden durch Goscha-Hilfe. Es war wunderschön, dieses Zentrum, wunderbarer Paar, der uns empfangen hat, da in Berlin. Spirit for you. Und so entstehen einfach auch die Konferenzen. Und ich finde, dass es sich lohnt, die Anstrengung. Natürlich, kurz vor Schluss machen wir es nicht, weil wir hatten kaum dafür gearbeitet, kaum. Wir hatten zu wenig einfach auch gemacht. Und ich hoffe immer, dass die anderen einfach auch mithelfen. Dann hat der Exner ein bisschen geholfen. Und dann wollten wir das absagen. Dann haben wir das wieder doch gemacht. Und dann sind wir einiges durchgegangen. Markus, ich hole einen Wassermann nach Stuttgart, dann ist alles gesagt und ich habe auch viel mit Wasser erfahren dürfen. Ja. Eben. So, Wasser ist nicht nur, sind nicht nur Geräte, Wissenschaft, sondern Wasser ist einfach auch in uns. Und ich finde, dass wenn das Thema da ist, und Thema Wasser und Popo. So wie der Althoff und der Nadine anfangen, intuitiv Wasser zu forschen, dass es vieles ausmacht, aber bis jetzt funktioniert das einfach nur so, wenn wir einfach auch einen Tag bestimmen. Und an diesem Tag laden wir unterschiedliche Leute ein, Energien mit dem Thema durch die unterschiedlichen Energien einfach, die kommen, ergibt sich eine gewisse Stärke in der Kommunikation. Jeder gibt es auch weiter und bekannt. Die Leute freuen sich. Und entsteht ein Spannungsfeld, wo man einfach die Aufmerksamkeit höher ist und wo man einfach auch das Thema dann eine andere Tiefe bekommt. Also das ist meine Erfahrung bis jetzt. Wenn ich das einfach manchmal so hier abends so mache, ein bisschen anspreche, ist oft nicht immer die Spannung da, die notwendig wäre. Wir könnten das natürlich machen. Vielleicht als Beispiel könnte jeder ein bisschen jetzt über Wasser sagen oder schreiben oder anrufen. Genau, geht ja schon los. Wasser ist Alchemie, heilige Geometrie, Form, Klang, Erinnerung. Oh. Ja, Markus, perfekt. Ja, ich sehe dich schon. Vortrag über Wasser. Jit, Verena, ich bin auch Tonikexperte, aber halt Gin Tonic. Schlechter Witz. Wieso, ist ein guter Witz. Die Firma Plocher am Bodensee kennt sich mit Wasser aus. Ja, ich denke, die Referenten sind sicher bereit, nochmal zu kommen und weiteren einfach auch einzuladen. Und Wasser ist alles. Wasser ist ein Thema, was alle verstehen. Dann egal, wenn du sagst, auch Wasser ist Alchemie, auch die Menschen, die nicht verstehen, was Alchemie bedeutet, aber durch das Wasser erreichen wir einfach viele Leute. Heilige Geometrie. Oh, das sehen die Leute an die Schneekristalle. Die erinnern sich, wie sie sind. Und diese Perfektion, man braucht nur ein Schneekristall einfach auch zu sehen, um in Ekstase und in absolute, ja, Ekstase zu verfallen. Ja, Wasser ist beeinflussbar, sind 80% Wasser, aber es ist eigentlich ein Kommunikationsmedium. Eben mein Vortrag, das habe ich einfach auch kurz gemacht. Wasser und unser Lymphsystem, es ist das Kommunikationsmedium überall, durch den Regen, die Seen. Wir
wenn wir hier auch füreinander was brauchen. Wir könnten einfach das Wasser kommunizieren lassen, zum Beispiel: Ich bin Wasser, ist Feuchtigkeit in der Luft. Über die Feuchtigkeit übertragen sich Informationen. Wie? Ja, das Wetter macht es auch, ne? Wenn ich jetzt schwitze oder ausatme, dann geht dieser Dampf, steigt nach oben, bilden sich Wolken, vom Wind werden sie weitergebracht, kommen sie woanders. Das heißt, Wasser wurde, die morphogenetische Felder absolut braucht man nicht. Es gibt irgendwelche Felder, was Informationen übertragen. Man braucht nur ja, man braucht nur das Wasser zu erwähnen. Und Wasser trägt Informationen. Und bewegt sich eben in ständiger Bewegung. Regen, Dampf, Eis, Mond, Erdanziehung. Ah, Wasser ist beeinflussbar. Und so sind auch Menschen beeinflussbar. Also aber eben, aber wir können auch Wasser beeinflussen. Also beeinflussen im Sinne, dem Wasser ein Glücksgefühl geben. Ich gebe jetzt meinem, was ich ausatme, ich weiß nicht, wie es jetzt riecht, aber es gibt Partikel, die gut sind, dann gebe ich durch das Ausatmen Glücksgefühle in die Luft. Glücksgefühle in die Luft. Und natürlich, so wie wenn wir in ein Restaurant gehen und gut drauf sind, beeinflussen wir die anderen Gäste irgendwie. Oder schlecht drauf sind, beeinflussen wir die anderen Gäste. Oder den Kellner, so wie der Kellner drauf ist. Und selbstverständlich, vieles geht das einfach auch über diese Kommunikationsmedien, und Wasser ist das beste Kommunikationsmedium. Deswegen, neueste Schatz ist nicht Erdöl, sondern Wasser. Ein Mensch mit 80 Kilo enthält circa 60 Liter Wasser. Also ich habe 40 Liter Wasser. Unser Gehirn besteht 85 bis 90% aus Wasser. Es braucht ständig Wasser zum Denken. Ah ja. So, jetzt kann ich besser denken. Stimmt, wenn ich 1 Liter, 2 Liter Wasser trinke, dann bin ich klar im Kopf. Aha, da Markus, das ist natürlich genial. Es gibt keine Luft. Die Luft ist Wasser. Ja, Tera, alles, was ich trinke, weil ich es trinke, ich verwandle alles. Ich bin rechtsdrehend und linksdrehend gleichzeitig. Ja, ich schaue nicht so viel auf die Geräte, weil ja, es ist gut, diese Geräte zu haben. Sabine will auch immer diese Geräte, aber alles Wasser, was durch mich kommt, energetisiert sich sowieso. Ja, Quellwasser, das sagte auch der Exner. Ja, im Grunde genommen, wir glauben zu sehr an die Geräte. Wir geben dem Wasser Informationen und wir können uns entwickeln. Natürlich, für viele Leute brauchen einfach die Geräte, um sich, damit das Wasser wieder erinnert an das, was in uns ist.
Aber das beste Informationsgeber, wir haben das Wasser zerstört und wir können auch das Wasser retten. Beste Informationssysteme kann natürlich der Mensch geben. Unsere innere Einstellung. Natürlich, so wie der Dr. Augustin sagte, ein unfiltriertes Bier macht munter, ein filtriertes Bier macht müde. Hi Sven! Gut, dass ich doch auf Sendung gegangen bin. Verena hat gesagt, gehst du, ich wollte noch zu Sabine, muss noch packen für morgen, früh ins Bett gehen, damit ich morgen den Sven treffen kann. Sven, wir können schon morgen Kaffee trinken gehen. Sabine, ich hatte das zugemacht, aber Sabine hat es mir gesagt. Habt ihr gesehen überhaupt, was Sven gemacht hat? Ich sag's euch. Das hat das meiste Sven gemacht. Hier. Sven hat das hier alles gemacht. Vieles habe ich noch nicht entdeckt. Hier. Hier. Das ist der Sven. Wer Webseiten braucht, Grafik. Im Grunde, ich bin auf dieser Welt, um andere Männchen, Sven, Männchen ihren Weg in die Evolution aufzuzeigen. Okay, ich bin ja Ausländer. Dies ist in erster Linie eine Übung des Bewusstseinswahrnehmens, der eigenen Persönlichkeitsentwicklung und es braucht dazu andere Menschen, die einem selbst begreifbar machen, was man selbst nicht erkennt. Und ich garantiere, dass die Stille von Sven das einfach auch schafft. Das ist wunderschön. Ich habe echt einen tollen Freund gefunden, der so in sich ruht, der so still ist, der schmunzelt immer zwischendurch und unter diesem Schmunzeln ist immer Wertschätzung, ne? Egal was einer sagt, finde ich toll. Und wir werden jetzt ein Treffen machen mit Dario, Sven, Tino. Tino, wann bist du soweit? Tino kann auch gut Videos schneiden und bearbeiten. Und der Mitch, Sven, der Mitch möchte jetzt einfach auch mitarbeiten. Das weißt du, er wusste das gar nicht, ne, von der neuen Seite. Und der ist Komponist, der kann immer natürlich komponieren, Musik komponieren für GTV. Das haben schon viele angeboten, aber ich wusste nicht wozu. Ich kann nicht jetzt so, wenn GTV anfängt, la 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 la, so wie Nachrichten und so, diese Öffnung, für mich ist ein bisschen altmodisch. Ich liebe es, gleich zur Sache zu kommen. Auch ein bisschen Schub ist nicht schlecht, aber ich kann das nicht. Das können die anderen machen.
Ja, und dann noch natürlich, was Sven noch gemacht hat, das zeige ich euch. Also das habt ihr noch gar nicht gesehen, dieser Toolbar. Den kann man sich hier geht auf die Startseite, glaube ich, und klickt hier Toolbar. Das ist praktisch das hier, das ist dann hier installiert. Und dann alles, was ihr in GTV sucht, zum Beispiel ihr sucht Sven in alle Seiten von GTV. Das ist praktisch ein GTV Google. Ist alles in GTV, in Experten, in Messen. Ja, dann natürlich, ihr könnt Live-Sendung sehen, die Termine sehen. Die Experten, YouTube, alle unsere YouTube-Kanäle. Das erste Kanal, das zweite Kanal. Mal wieder zu. Und auf Facebook. Sven, hier geht nicht weiter. Ah ja, hier. Die Facebook-Einträge. Also, kurz gesagt, ein Genie. Ciao, Tino. Eben genau, der Toolbar ist für jeder, ne? Natürlich praktisch kannst du einfach ja deine Webseite hier der Markus, ah, sieht man, Markus ist jetzt drin. Goldene Talente. Also hier kannst du deine Webseite haben. Ah. Die Seite von Markus. Eben, und deswegen jeder, der keine Seite hat oder doch eine Seite hat, lade ich schon ein, hier auch mit reinzukommen. Stellt dir vor, Webdienste, hier sind 30, 40 tolle Webmaster. Ne? Muss man nicht immer suchen. Oder vielleicht einfach auch mehr. So, ich möchte euch nicht langweilen. Könnt eine Wassermeditation machen. So, dann machen wir eine Wassermeditation. Wie meinst du es, wenn man kann auch ein Werbebanner in die eigene Webseite einbauen? Von der Expertenseite oder von dem Toolbar oder? Ich langweile nicht, hat Markus gesagt. Also, wer denkt jetzt, dass ich langweilig bin, der muss sich mit Markus auseinandersetzen. Svenats Fanartikel. Oh. Oh, das habe ich. Hab, nee, das hatte ich doch kurz gesehen. Fanartikel.
Oh ja, stimmt, der Banner. Also, das findet man hier bei Fanartikeln. Und so sieht der Banner aus. Jetzt nicht klein. Ja. Und hier ist gleich den Code. Den braucht man nur zu kopieren und die eigene Seite einfach einfügen. Ich muss auch lernen, wie man es macht. Was ist der Unterschied zwischen, hier ist ein Chat, kann auch jeder reinschreiben, Tag und Nacht, zwischen Netz und Organismus. Das Netz liegt still im Meer und fängt das Leben ein. Der Organismus lebt selbst aus sich heraus. Ja, nutzt einfach auch den Chat. Bald werden einfach auch mehr Leute sein. Das heißt, man wird hier sehen können, hier, wer online ist. Vielleicht muss man das hier doch unten drunter machen. Wenn 3000 da sind, dann, naja. Schelka. Schelka. Wer mich liebt, also Sabine muss seinen Mann auf deine Seite machen. Ja, ich würde gerne, wir sollten nach Freiburg fahren, aber das verschieben wir, weil Verena uns nicht mag. Verschieben wir auf März, wollten wir die Fortsetzung des Matrix-Kongresses einfach auch zu schnell. Und das heißt, wir hätten Zeit, ich wollte gerne 3, 4 Tage vielleicht hintereinander für Webmaster machen. Das heißt, wo wir alle Leute, die sich eintragen wollen in die neue Seite, sich melden können. Wir rufen die an, wir schicken eine Massen-E-Mail und wo auch andere Webmaster dabei sein können und sagen, mach das so, dann mach das so und das kann man noch machen. Praktisch hier kann man sich registrieren. Vorname, Name, E-Mail und so weiter. Und dann wartet man, bis wir das freischalten. Und also ich mache das jetzt, dann gibt man hier Username und Passwort. So, und dann praktisch. Kannst du hier dich selbst eintragen? Das kannst du machen. Und kannst du Bilder rein tun, Texte verändern, Tabellen reinmachen und Videos. Und wenn man eine eigene Webseite hat, na, ich habe schon eine, aber es ist natürlich ganz anders, weil wenn hier so viele einfach kommen, dann wird man einfach auch schneller gesehen.
Verena, oh, der Hammer, mal wieder. März ist auch gut. Hast eine Woche frei, was machst du? Schulung. Okay, eben wie gesagt, das ist keine Themensendung. Für die, die neu sind, wir machen manchmal einfach nur ein bisschen Konversation, Neuigkeiten austauschen. Wenn jemand eine Frage hat, das heißt, wenn jemand sagt, oh, ich habe diese Sache, könnten wir nicht zusammenschauen, gerne, ruf an oder schreib es. Und ich schreibe die Telefonnummer im Chat. Okay, neben Job. Genau, die Zeit entwickelt sich zum lebendigen Organismus. Ja. Eben, vielleicht nächste Woche zwei oder drei oder vier Abende zusammen. Ja, die gehen jetzt alle schlafen. Ist ja schon spät. Ja, dann nochmal für alle lade ich einfach auch ein, uns zu fühlen, in das Fernfühlen zu gehen und uns zu nähren untereinander. Jetzt in das Fühlen zu gehen, fühle mich, fühle alle, die jetzt da sind. Wir teilen, ich teile, wer möchte, eine schöne Umarmung, ein gutes Gefühl, jeder sendet, was er möchte und was er kann. Einer gibt ein Glas Wein, der andere eine Umarmung, der andere pü, ein Nein. Verena, ich fühle Kopf weg. Aber das war wohl meins. Was ist Kopf weg? Kopfweh. Dann Kopf weg. Diese Ausländer hier, falsch geschrieben. Ja, ein Organ, es meldet sich, ein Organ ist nicht bei dir. Er braucht Aufmerksamkeit. Kopf schreibt man groß. Okay. Jo, dann gehen wir schlafen.
Panta. wollte ein gutes Nächtle Oh, danke schön. wünschen. Ja, wer ist denn da am Telefon? Wer ist denn da am Telefon? Es gibt nur badische und unsympathische. Oh Scheiße, ich habe mich versprochen. Kopfweh halt, man kann man auch klein schreiben, oder? Na, aber du hast es getrennt geschrieben. Oh, ich habe mich bestimmt jetzt dreimal Ist verschrieben. ja egal. Kopf weg, habe ich geschrieben. Ja, Kopf weg, du hast dich richtig, du hast richtig geschrieben. Was denn der? Ja, okay. Ja, das war's Und schon. wo jobbst du jetzt, wenn ich fragen darf? Ich bin jetzt seit September in einer Demenzstelle, also als Altenpflegerin. Okay. Aber eigentlich waren nur 70% geplant und ich will ja noch einiges nebenbei machen. Das war jetzt eine Weile nicht möglich und jetzt habe ich so viel Überstunden, jetzt habe ich immer mal wieder eine Woche frei Okay. zwischendurch. Ich dachte, du bist in einer Kneipe oder so am Auch Jobben. alles Dann Mögliche. hätte ich gedacht, dann besuche ich dich, aber bei der Demenz kann ich dich nicht besuchen. Brauchst ja, kannst du aufkommen, ich stelle mich als Doktor vor. Ja. Na, ich will als Patient kommen. Nee, du, Na. aber mein Vater hat doch die Weinstube in Freiburg, da kannst du mich dann schon besuchen. Ja, das hatte ich schon gedacht, aber ich war immer spät fertig in Ja. Freiburg. Das heißt, Samstag und Sonntag war vielleicht noch offen, aber die anderen Tage war immer ab 11 oder so, ab 12 immer alles zu, ne? Ah, unsere Kneipe nicht. Echt? Wir sind immer bis 1, 2 Uhr da. Oh. Ja. Also offiziell auch am Wochenende sogar als länger. Also Sonntag ist zu, aber Wochenende, Freitag, Samstag sind wir, oder mein Vater, ich bin ja nicht immer da, bis um 2 auf jeden Fall da. Ah, das wäre meine Kneipe. Das ist eigentlich eine Weinstube. Ich wollte schon umbenennen lassen in Nachtlokal oder so. Oder Nachttreff irgendwie, aber. Nachtclub. Und dann erst abends um 9 aufmachen, weißt? Ja, tagsüber mache ich gute Espresso und nachts machen wir Ja, Wein. genau. Ja, so zwei verschiedene Sachen, wo alles gewechselt wird, die Lichter und alles, das wollte ich immer mal machen, ne? Multifunktionale Kneipen. Stimmt, ja. Wenn ihr überleben wärt, Ja. du kannst ja mal kommen, eine Beratung bei meinem Vater machen. Mit einem Gläschen Wein, da freut sich. Erstmal drei Gläser Wein und dann Ja, beraten. er braucht ein bisschen mehr inzwischen. Der ist ja geübt. Das. Ach so, Oh, ja, wenn man Gastronom ist. au. Ja. Ja, ist nicht immer gesagt, ne? Ja, aber die meisten. Gestern Abend nach der Konferenz sind wir essen und trinken gegangen. Wenn wir danach eine Sendung gemacht hätten, Ja, dann, gell? ja. Aber da war ja schon 10, halb 11, ne? Ist es besser so, dass nicht alle gesehen Nee, schon, das war schon richtig toll, ne? Haben wir richtig Ja. Spaß gehabt. Nee, einfach wie es funktionieren kann, wenn die meisten Leute begegnen anderen nicht, weil untereinander viel Urteil ist, ne? Oder Ja. Angst ist, dass man ins eigene Bereich oder jedes fixiert mit der eigenen Sache und wenn man ein bisschen locker ist, dann geht es einfacher. Ne? Schön, das ist ja eine Überraschung. Erzähl noch eine gute Nachtgeschichte oder irgend sowas. Nachtgeschichte, ich bin da schlecht. Ich habe eher immer so ein bisschen Horrorgeschichten. Ah, Horrorgeschichte, ja. Nein, aber weißt du, was ich erlebt habe? Warte mal, wann war das jetzt? Ich bin auch so zeitlos. Ich war vorgestern, ich weiß ja nicht, ob es dich interessiert, aber ich habe was Verrücktes erlebt. Ein Freund sagt zu mir, ein Heiler aus den Philippinen ist da, gell? Und ich kannte den nicht. Auf jeden Fall gesagt, okay, ich komme mal vorbei, gucke mir das an und lass mir vielleicht eine Behandlung geben.
Ja, mache ich jeden Tag. Ja. Aber das Ding dabei ist, man konnte dann zugucken, wie er behandelt, und ich konnte zugucken, wie er mit zwei, drei Fingern am Bauch aufgemacht hat und dann hat es geblutet. Weißt du, das passierte innerhalb von Sekunden. Also ich weiß ja, was da abläuft, aber es ist trotzdem sehr eindrücklich, wenn man dann davor steht und sieht, wie dieser Heiler arbeitet und die Leute tatsächlich bluten. Ja, ich habe auch einige Filme, aber das zeige ich dann nicht, ne? Habe ich Eben. einige Filme bekommen. Aber verrückt, gell? Ja. Ja, ich habe immer so ein, manchmal ist es gut, aber meistens Ja. habe ich manchmal ein Problem damit, ne? Ja. Ja, es ist irgendwie schwierig, der Verstand kann irgendwie halt gar nichts damit anfangen. Nee, dass das möglich ist, das weiß ich. Ne? Also für Ja. mich ist einfach, ich wurde zum Beispiel diese, was ich gut fände, ist, wenn diese Leute diese Magie unterrichten, weil unterrichten im Sinne nicht, dass man das Gleiche machen kann, sondern wie man mit Materie umgehen kann. Genau, Ne? Und diese Geheimnisse, die sollen nicht einfach nur zur Show oder nur ja, zum genau. Operieren oder so, sondern sollten sie einfach für das Bewusst, für das wachsende Bewusstsein Ja. der Menschen einfach zur Verfügung stehen. Ne? Ja. Ja. Ich Und verstehe. ja, und eben, weil für mich ist in einige Fälle ist wirklich notwendig und meistens es ist einfach immer ein Eingriff. Ne? Auch wenn das spektakulär ist, sagte mir jemand letzte Woche, Mensch, ich muss meine Kraft zurückhalten, weil die Leute schrecken sich und was weiß ich, was sie machen. Ich kann das und ich kann das und ich kann das. Ich habe gesagt, ja, das ist, all diese Sachen kann jeder lernen. Das ist nur eine Übungssache. Ich kann natürlich mein Leben opfern und lernen zu levitieren. Aber mein Bewusstsein ist dann immer noch ein Affe. Ne? Ja. Und deswegen mit Zirkusnummer ist, kennt ich üben oder kennt ich das einfach diese Qualitäten dann erben. Und das ist okay. Und deswegen meine Einladung ist einfach auch für die Leute, dass sie einfach auch zur Verfügung stellen, diese Fähigkeit nicht, dass die Leute das nachmachen können, sondern das Bewusstsein, der in diese Fähigkeiten ist, zu unterrichten. Das wäre für mich schön. Weil Materie ist ja, also ist kaum Forschung in diesem Bereich. Ne? Wen würde ich gerne so ein Mensch einfach auch interviewen? Und die wissen das vielleicht selber nicht, weil die haben es einfach so bekommen und machen das Ja. ohne große Sachen, aber ja, ist er in Deutschland jetzt oder er oder sie? Er ist wieder auf den Philippinen, er war in Deutschland und Okay. es gibt, also ich habe vorher keinen gekannt, der das in Deutschland macht, ne, was eigentlich auch ja, verboten in Anführungszeichen ist, aber offiziell machen die das nicht. Ja, aber ich meine, die können das machen offiziell, weil die sagen sowieso, das gibt's nicht. Ne? Also, Wir reden schon. die können das Ja, nicht, eigentlich. die können das nicht beweisen, dass er da was gemacht hat. Ja, das ist lustig, gell? Der hat Ja, geöffnet, mit der total. einfach die Finger reingemacht. Ich zeige dich an. Ja, das gibt's nicht. Sie spinnen wohl. Das geht doch nicht. Ja, aber das ist aber trotzdem typisch deutsch, irgendwie. Was? Also die Leute anzuzeigen für was. Na, aber eben, in dem Fall können sie es nicht machen, weil sowas gibt es nicht. Ne? Ja, eben. Aber eben, vielleicht wäre es doch gut für alle, die das brauchen, dass diese ganze Gerätschaft dann einfach auch nicht mehr weniger benutzt werden. Ne? Klar, schon gut. Ne? Ja, viele oft werden schon Operationen gebraucht, ne? Das stimmt schon. Naja. Ja, eigentlich ist es egal. Was hast du gegessen heute? Bitte? Was hast du gegessen? Nicht so viel. Ich habe heute bei der Arbeit
Kaffee, dann noch ein Kaffee, dann ein Keks. Und dann wollte ich Sauerkraut auf dem Markt essen. Es gibt Sauerkraut und die machen das mit Schäufele, aber da wollte ich nicht. Ne? Typisches Wintergericht. Ja, Winter, Sauerkraut und Grünkohl, das ist genial. Ne? Ich bin hier auf dem Marktplatz, da kann ich das einfach auch essen. Ja, habt ihr Weihnachtsmarkt? Ja. Ja, direkt hier immer, wenn ich runtergehe. Ja, das ist toll. Finde ich ganz gemütlich. Hat einfach eine spezielle Stimmung, die Weihnachtsmärkte, finde ich. Ja, für mich ist bequem, weil die ganzen Sachen da sind, ne? So verschiedene kleine Sachen. Ich liebe die Markt, so in der Markthalle in Freiburg, dass alles da ist, ne? Viele kleine Sachen, die man sich holen kann und nicht irgendwo da sitzen. Und ja. Okay, also März kommt ja noch Freiburg, gell? Jo. Okay. Also wir wollen das schon dann ein bisschen, ich möchte schon den Inner Circle in Freiburg dann beginnen. Weil, hast du die anderen mitgekriegt oder so? Also das fühlt sich gut an. Ne? Ja. Das heißt, die Leute, die meisten Leute würden natürlich nicht zu einer Veranstaltung oder Seminar kommen, aber zu Inner Circle kommen alle Organisationen und die Absicht ist einfach auch, sich zu unterstützen, zu helfen, zu gucken, was jeder zu viel hat und was jeder braucht. Ne? Und und ja, dann haben alle was davon. Schön. Die gehen alle schlafen, Genau, genau. gehen alle schlafen. Okay, gehen wir auch schlafen. Bis bald. Vielen Okay, Dank. danke, Verena. Tschüss. Gute Nacht allen. Tschüss. Danke, ciao. Ja, gute Nächte an alle. Danke für alle, die noch hier waren, sind. Auch wenn ich so viel erfahren und besonders mich erkennen durfte, so werfe ich es nicht hin, damit es einfach konsumiert wird. Ich bin in diesem Organismus, wirke jedoch von einem anderen Organismus. Okay. Bis morgen, Sven. Danke, Markus. Bis morgen, Markus. Tschüss. Gute Nacht an alle. Tschüss.